Danke für die Möglichkeit, das zu präsentieren. Ich habe eine kurze Agenda aufgeschrieben, dass Sie es ungefähr wissen, was passiert. Also ich werde mal die Autoren vorstellen, dann was das Thema unseres Buches überhaupt ist, die Motivation, warum wir das geschrieben haben, ein kleines Beispiel, was einem wirklich passieren kann. Ob das Thema für mich relevant ist, Datensicherheit, jeder redet davon, keiner sagt, das ist für alle wichtig. Dann, was man machen kann, um meine private zu vergrößern. Was es mich kostet, und das meine ich jetzt nicht im Sinne des Monetären, sondern auch, was es einem persönlich kosten kann. Und am Ende sind dann noch ein paar Informationen. Ich möchte noch erwähnen, wir haben hier ein paar Exemplare, hier um Bücher von dem Buch. Das heißt, die kann man dann noch im Nachhinein gerne erwerben. Etwas über die Autoren. Der David Ebrahim ist der Hauptautor von dem Buch, der auch auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, hey, können wir nicht irgendwas schreiben? Es ist so aktuell, das Ganze. Und sein Statement ist, unser freier Wille ist die Eigenschaft, welche uns als Mensch ausmacht und uns entfalten lässt. Ich bin der Alexander Lasic, ich habe die technischen Aspekte geschrieben und ich bin quasi der Nerd in diesem Team. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, diese IT, und habe vom Support-Mitarbeiter über einen Architekten, Entwickler bis jetzt zur Selbstständigkeit alles querbeet gemacht. Und für mich ist auch Sicherheit sehr wichtig, es ist ein kleines Steckenpferd für mich. Und ich sage immer, Privatsphäre sieht man nicht, aber sie kann einem viel kosten. Und das ist dasselbe wie schlechte Luft, die kriegt man erst dann mit, wenn man nicht mehr atmen kann oder so. Das Buch hat zwei Hauptthemen, einen ethnischen Aspekt und einen technischen Aspekt. Und der Begriff ist jetzt etwas, sage ich mal, künstlich Umwegbetroffenheit, sogenannte Shadow Profiles, wie es so schön heißt. Das heißt also Profile, die man nicht aktiv erstellt, sondern die implizit erstellt werden von Freunden, Bekannten, Verwandten, von den Netzwerken, die einem entstehen, die einem gar nicht bewusst sind. Und die eigenen Werte und Wünsche wieder in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, das ist auch dasselbe, was der Harald gesagt hat gerade, Bewusstsein schaffen. Was mache ich eigentlich? Will ich das? Und wie kann ich das überhaupt noch kontrollieren? Warum wir dieses Buch geschrieben haben, wie üblich entstehen so gute Ideen nur bei einem Glas Wein oder bei einem Whisky. Man sitzt da gemütlich und sagt, erst was machen wir denn jetzt? Und da hat dann der David und ich haben gesagt, ja, na, schreiben wir halt das Buch. Interessant war auch, genau zu diesem Zeitpunkt kam dieses Facebook-Experiment raus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gab es einen Professor, der kein Online-Account hat und auch kein Handy und kein gar nichts, der nur Festnetznummer hatte. Und dann gab es den Studenten, der natürlich voll im Facebook drinnen war, der überall sehr vernetzt war, alle Kontakte. Aber der Professor und der Student waren in keinster Weise digital vernetzt. Und dann haben sie angefangen, irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und nach ungefähr ein, zwei Monaten kam dann in Facebook der Vorschlag, ob er den Professor nicht als Freund adden will, obwohl er nie online war. Das waren die Algorithmen, die einfach, Facebook tut ja auch Telefonbücher einscannen, um auch die Locations alles mitzuwinnen. Das heißt, aufgrund, dass der Professor quasi in der Nähe des Studenten war und dann recht häufig selbe Orte hatten, haben sie dann gesagt, okay, der muss den kennen. Derweil war der nie online. Und das war dann so, wo man sagt, Leute, das müssen wir den Leuten kommunizieren, um das Bewusstsein zu schaffen, selbst wenn du offline bist und überhaupt nichts mit dem Profil zu tun hast, erstellt Facebook für dich ein Profil, das du keinsterweise beeinflussen kannst, weil du keine Ahnung hast, dass es das überhaupt gibt. Ja. Und das ist dann noch das, was unten steht, Bewusstsein schaffen, dass diese Vernetzung effektiv vorhanden ist und die halt aber nirgendwo erscheint. Es sagt der Facebook nicht, ha, ich habe jetzt wieder neue Leute zugeschrieben, wir schreiben dir einen Brief an deine Adresse, das gibt es halt nicht. Ne? Und da man dann auch selbst noch entscheiden möchte, will ich diese globale Vernetzung überhaupt haben? Wobei, wenn jetzt ein eigenes Unternehmen die Telefonbücher einscannt, haben wir genau null Möglichkeiten zu sagen, ich will da nicht rein, weil die Telefonnummer ist öffentlich. Also da haben wir gar keine Möglichkeit mehr, frei zu entscheiden, ob man was machen will oder nicht. Und ein interessantes Beispiel habe ich jetzt herausgegriffen, ist ein bisschen plakativ, aber ich weiß nicht, ob viele den Google-Browser benutzen, den Chrome-Browser.
Der ist halt einfach bei vielen drinnen. Und man hat da meistens rechts oben ein Icon, wo man sich anmelden kann mit seinem eigenen Google-Profil. Sagt man, ja, cool, alle Lesezeichen sind dort, ich benutze es am Handy, ich bin irgendwie vernetzt, ja, voll super, ja. Allerdings, dass dann natürlich auch die Browser-History und wo man hingeht und alles mitgenommen wird und dass man jeden Link und jeden Aufruf der Webseite mit im Profil mitsieht, das sagt natürlich keiner, ja. Und das Interessante natürlich ist, man hat natürlich auch eine Google-E-Mail-Adresse. Das heißt also, mit jemandem, den ich von außen kommuniziere, der kein Google-E-Mail hat, weiß aber allerdings Google von Haus aus, ja, diese Person redet mit dieser Person, weil die einfach über das Google-E-Mail das automatisch auswerten. Ob ich jetzt will, dass Google meine Korrespondenz auswertet oder nicht, kann ich nicht beeinflussen, weil ich rede mit der Person und möchte mit der auch reden. Somit habe ich auch wieder nicht den freien Willen zu entscheiden, soll Google mich indizieren oder nicht. Natürlich, ich kann sagen, okay, ich kommuniziere mit keinem Gmail-Account. Ja. Nur heutzutage wird das schwierig, vor allem wenn viele Unternehmen auch diese Google Suite nutzen und da einfach Google Docs und Google Maps und ich weiß nicht was alles nehmen. Damit ist auch schematisch diese ganze Unternehmenskommunikation eingebunden. Und dann sagt man, hey cool, dann hast du ja deine Kontakte drinnen, du hast den Browser drinnen, dann nimmst du auch den Kalender mit rein. Weil du möchtest ja Leute treffen, miteinander reden, virtuell oder real, ist im Prinzip egal. Allerdings weiß dann schon Google, okay, du redest mit dieser Person, hast du dem und dem Zeitpunkt ein Treffen mit dieser Person und dann trefft ihr euch noch irgendwo vielleicht in einem echten, im echten Leben, also Café, Restaurant, was auch immer. Ja? Und somit weiß dann Google am Ende des Tages, okay, zu diesem Zeitpunkt ist diese Person mit dieser Person an dem und dem Ort. Weil letztendlich geht man mit Google Maps hin und sagt dann, okay, wo ist denn der Ort? Man hat also den Standort aktiviert. Das heißt, man hat ein schönes Profil und weiß ganz genau, okay, diese Person finde ich zum Zeitpunkt X dort. Wollen wir es nicht, es bleibt letztendlich jedem die Entscheidung, das zu machen, aber es sollte einem bewusst sein, dass es das ist. Weil dann kann man sagen, okay, ich will das gar nicht, ich schalte den Standort ab. Und somit, ich weiß zwar, wo das ungefähr ist und brauche gar nicht jemanden weiter kommunizieren, dass das mein aktueller Standort ist. Das ist meiner Meinung nach einfach eines der plakativsten Beispiele zu sagen, das ist die Vernetzung, die man selbst steuern kann. Das heißt, man braucht sich beim Google nicht anmelden, man braucht kein Gmail machen und somit hat man auch mehr oder weniger noch Kontrolle von seinen eigenen Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn man jetzt fragt, ist das jetzt für mich relevant? Dann heißt es ja, weil sowohl online als auch offline werden diese Profile erstellt, diese besagten Schattenprofile, die man nur bedingt beeinflussen kann. Das heißt also, am Ende des Tages, es betrifft jeden von uns, egal ob offline oder offline, und es werden verschiedene Arten der Datensammlung gemacht. Wie der Harald korrekt erwähnt hat, gibt es ja eine Kundenkarte. Ein bekannter österreichischer Supermarktvertreiber macht jetzt riesige Werbung mit, du hast jetzt eine Karte für alle deine Sachen. Wollen wir das? Brauchen wir das? Eine Person, die das Buch gelesen hat, hat dann im Laufe der nächsten Woche gesagt, okay, ich melde diese Kundenkarten ab, weil ich will das nicht, weil ihr gar nicht bewusst war, was für Daten da alles gesammelt haben. Und erst wie sie dann gesagt, ja, das stimmt eigentlich, ich habe das und das und das ausfüllen müssen und die wissen das auch. Das ist dann ein guter Effekt, wenn man sagt, okay, in dem Moment, wo du weißt, was alles im Hintergrund passiert, willst du das überhaupt für die paar Cent, die du einsparst? Weil am Ende des Tages kriegst du ja günstigeres Brot oder bringst du das Ei und das sind jetzt keine 500 Euro, sondern das sind 10 Cent, 2 Euro. Ist es da wert, seine eigenen Daten weiterzugeben? Dann kommen die Umfragen, wenn man jetzt so einen Link bekommt und sagt, ja, mach an dieser Umfrage teil, bekommst du 5 Euro. Hat es in Amerika unlängst als Beispiel gegeben. Und man glaubt gar nicht, wie viele Personen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, nur weil sie 5 Dollar bekommen haben. Ja? Und dann sagen sie, okay, ich bekomme 5 Dollar. Das heißt, das ist im Gehirn die Psychologie Belohnung. Ich bekomme eine Belohnung, meine Daten herauszugeben. Aber dass man die Daten wieder rauslöschen kann, das ist relativ schwierig. Ja? Und das Letzte, was als Beispiel da ist, sind aus Werbung Rückmeldungen machen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man kriegt so Flyer und sagt dann, okay, auf der Mörfelstraße oder Kärntnerstraße kriegt man so Flyer und sagt, ja, nimm da und da teil. Und in dem Moment, wo man dann dorthin geht, wird das ja, du kriegst ein Kaffee oder ein
alkoholisches Getränk, für wenn du jetzt da deine E-Mail-Adresse hinterlässt. Und somit ist es auch wieder eine Datensammlung. Man kann da irgendeine E-Mail-Adresse angeben, es wird dann nicht überprüft, aber am Ende des Tages geht es wieder darum, du bekommst was für deine Daten. Egal wie gering es ist, und da ist wieder die Psychologie dran, Belohnung. Du wirst für deine Datenweitergabe belohnt. Und da muss man dann auch selbst so weit sein, zu sagen, ist diese kleine Belohnung wirklich das wert, dass ein riesiger Industrieapparat von mir 2, 3 Informationen bekennt? Weil daraus bauen sie ja ihre Netzwerke. Und davon haben wir aber nichts, aus unseren eigenen Daten. Was kann ich machen, um meine Privatheit zu verbessern? Man soll sich selbst die Fragen beantworten. Das ist für jeden selbst ein Entscheidungskriterium. Möchte ich lieber bequem sein oder möchte ich lieber Datensparsamkeit haben? Bequem heißt im Prinzip, ich habe auf meinem Handy ein Facebook-App, Instagram-App, WhatsApp, die ganzen Kontakte werden natürlich schön verbreitet und mit jedem neuen Kontakt wird es auch in die Cloud raufgeladen und die fangen dann an, ihre Algorithmen aufzurufen, um diese Kontakte herzustellen. Ein gutes Beispiel war mal, das kommt später noch. Genau, und da geht es dann noch darum, will man überall angemeldet sein? Und wie kann man seine Daten wieder löschen? Und das ist dann der Knackpunkt, wenn man dann zu einer Firma geht und sagt, hey, ich möchte gerne, dass du meine Daten aus deiner Datenbank löscht, dann ist das quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Die eine Person, die eben diese Kundenkarte gemacht hat, hat dann ungefähr einen Monat gewartet oder hat der Hintergrund gearbeitet, wie sie dann da gesagt haben, okay, wir haben jetzt aus allen unseren Datenbanken deine Daten rausgelöscht. Ja. Ein Monat. Angemeldet hat sie sich in 5 Minuten. Ist schon ein bisschen eine ziemliche Diskrepanz. Ja. Und das ist dann, wo man dann noch sagt, warum man nicht früher draufkommt, um seine Daten rauszulöschen. Der Marc Schrems zum Beispiel, der wird hoffentlich jeder ein Begriff sein hier, der hat Facebook verklagt und aufgrund dessen sind diese ganzen Datenschutzrichtlinien angegriffen worden. Der hat bis heute festgestellt, dass aus Facebook die Daten nicht gelöscht werden. Die werden nur als gelöscht markiert, sodass wir davon keinen Nutzen mehr haben, aber Facebook sehr wohl. Und das sollte man sich bedenken und sagen, einmal in diesem Ding drinnen, kommt man schwer bis gar nicht raus. Gut, was kostet mich das? Im Prinzip kann es einem alles kosten. Es gibt genügend Beispiele, wo Personen sich das Leben nehmen, weil sie an Online-Medien gemobbt worden sind. Ob es jetzt Schüler, Erwachsene sind, verschiedenste Varianten. Das heißt also, je mehr Daten da drinnen sind, umso schlimmer wird es für einen auch persönlich. Unter anderem gibt es auch einige Beispiele, wo Familien in einen neuen Ort gezogen sind und die Kinder wollten in eine Privatschule gehen und da wurde ein Profil von der Familie gemacht, von den Personen gemacht und da wurde gesagt, ich glaube, du passt in unsere Schule nicht hinein. Ist natürlich anders gesagt worden, de facto. Es ist auch nicht offiziell bestätigt, aber die Informationen, die man zusammensuchen kann, ist, okay, wir wollen die lieber nicht da haben. Das heißt, es betrifft einen persönlich und seine Familie. Dann gibt es auch das Beispiel von den Beziehungsproblemen. Da gibt es ein plakatives Beispiel. In Amerika war eine Person, die regelmäßig Sachen gekauft hat im Supermarkt. Nach einer gewissen Zeit hat sich das Einkaufsverhalten von dieser Person geändert. Plötzlich kam eine Werbung von Windeln, dass in 8 bis 9 Monaten günstigere Windeln gibt. Ja? Genau, warum? Ja? Relativ einfach. Der Algorithmus dahinter hat gemerkt, diese Person ist schwanger. Und das Problem war allerdings, dass der Lebenspartner davon nichts gewusst hat. Das heißt, er hat es aufgemacht und gesagt, wie kann denn das sein? Ja? Also das kann einen direkt beeinflussen und dieses Beispiel ist bei vielen als Beispiel genannt worden. Das Positive ist hoffentlich, dass sie jetzt eine glückliche Familie sind, aber es gäbe auch das Negativbeispiel, wo er dann sagt, okay, da stimmt was nicht, wir trennen uns. Also alle diese Daten, die im Hintergrund, von denen wir nichts sehen, können einen direkt beeinflussen. Dasselbe beim Job. Wie wir auch gemerkt haben, es wird Jobprofil erstellt von den Personen und gesagt, okay, man geht in Instagram, man geht in Facebook, man schaut sich die Sachen öffentlich an und sagt dann, okay, das Foto beim Summer Break, das war jetzt nicht das Gelbe von Mai, war aber vor 5 Jahren. Ist egal, ist im Profil drinnen und das kann einem schon nachteilig beeinflussen. Und beim Kredit wurde eh schon erwähnt, mit der Versicherung, warum brauchen denn diese anerkannten Kreditgeber diese persönlichen Daten,
um ein Profil zu erstellen und zu sagen, ist diese Person kreditwürdig? Wie man sieht, sind da einige interessante Beispiele drinnen, das sind auch im Buch teilweise beschrieben. Das Wichtige ist allerdings, was ich auch dazu mitgeben will, ist, es soll einem bewusst werden, nur weil jemand etwas von mir verlangt, heißt das nicht, dass ich ihm auch zustimmen muss. Wenn er sagt, ja, gib mir schnell deine Telefonnummer, sage ich, Moment, wer bist du, was willst du und was passiert mit der Telefonnummer? Also man muss sich selbst auf die Füße stellen und sagen, ja, ich will nicht, dass diese Person meine Informationen bekommt. Es sind noch etliche andere gute Informationen drinnen im Buch. Wir haben auch, ihr könnt uns kontaktieren über die E-Mail-Adresse bzw. unsere Homepage. Wir können auch gerne jetzt einfach Fragen beantworten. Ja, ich hoffe, ihr kauft, lest euch das Buch durch. Danke. Telefonnummer haben wir jetzt auch. Das ist die Firmennummer vom David. Aber Firmennummer. Firmennummer. Nein, Firmennummer. Ja. Bist du auf Facebook? Nein. Ich bin auf Facebook, allerdings nur beim Browser und bin das letzte Mal vor 2 Monaten dort gewesen. Ich habe auf meinem Handy kein Facebook-App installiert. Und wie schaut es mit Kundenkarten? Kunden? Kundenkarten, irgendwelche Kunden? Visitenkarten. Nein, Kundenkarten. Achso, nein, habe ich auch. Nein, um Gottes Willen, bist du. Nein, das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht, tut mir leid. Ja. Das Einzige, was ich natürlich habe, sind so Kreditkarten und Bankomatkarten und solche Sachen, aber keine einzige Kundenkarte, sorry. Ja, das weiß ich schon, aber ich benutze sie bewusst, also nur dann, wo ich es wirklich brauche. Ja. Aber die ganzen Daten werden ja hauptsächlich von den Konzernen, Unternehmen gesammelt, um uns irgendwas Neues zu verkaufen und nicht um uns irgendwas, also um uns vorsätzlich zu schaden, oder? Also ich sehe das jetzt, also ich sehe es auch zwar kritisch, aber es ist jetzt nicht etwas so Bösartiges, dass ich sage, okay, ich darf niemanden mehr je meine Daten geben und nie mehr. Also man weiß nicht, wann das passiert. Also im Moment sagen wir ja, sie machen uns was Positives, allerdings die Werbungen schalten Sachen, wo wir vielleicht gar nicht das ausgeben wollen, aber animiert werden zum Einkaufen. Aber wir haben ja unlängst die Wahlen gehabt und aufgrund des Videos, man weiß ja gar nicht, wie die dazu animiert worden sind, um dorthin zu kommen. Heute hat wieder Bestätigung gegeben, die sind davor gewarnt worden und sind trotzdem hingegangen. Das heißt also, wir wissen ja gar nicht, was alles mit den Daten passiert und wo die benutzt werden, nur wenn es rauskommt. Aber speziell jetzt zum Video, wenn etwas tief in uns drin ist, dann wird es ja nur aktiviert, oder? Also mich wird hoffentlich nie irgendeine Werbung dazu dringend Waffen zu kaufen oder Drogen zu kaufen. Gebe ich dir recht, wenn man so gefestigt ist. Es gibt aber genügend Personen, die einfach noch nicht gefestigt sind und aufgrund dieser, ich sage mal, Anwerbungen durchaus manipuliert werden können. Und das ist ja die Gefahr daran, dass man sagt, okay, ich habe halt jetzt irgendwo meine Daten zusammengesammelt und Amazon zeigt mir, der das Buch gekauft hat, das Buch gekauft. Das ist einer der ältesten Varianten und plötzlich kommt ein Buch nach dem anderen und ich bin ein Extremist. Einfach so. Obwohl es mir gar nicht bewusst geworden ist, weil ich gesagt habe, ja, aber das wurde mir empfohlen. Und da ist auch der Schritt, bewusst zu schaffen, will ich das überhaupt, was mir da angeboten wird. Man kann ja auch bewusst sagen, okay, ich gebe jetzt da meine Daten ein, weil. Und dann hat man das aber bewusst gemacht und nicht, ich klicke einfach mit und fahre. Das ist auch das, was wir mit dem Buch machen wollten, Bewusstsein schaffen und zu sagen, weißt du A, warum du das da eingibst und B, willst du das? Für die paar Cent ist es dir das wert. Ich gehe in vielen Sachen mit dir d'accord, komplett. Aber was ist jetzt dein Plädoyer quasi für, wie die Leute damit umgehen sollen? Weil es ist ja so, dass wir viele Leute das ja wissen. Sie wissen ganz genau, was auf Facebook passiert, was auf Instagram passiert. Werbung schalten ist total zielgenau. Das heißt, für uns Werbetreibende ist das ja gut. Ja. Also ich kann ja diese ganzen Daten einkaufen. Also ich bin
auf der einen Seite natürlich dafür, dass die Leute ihre Daten hergeben, weil ich verkaufe das und ich kaufe das auch für mich selber ein. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass viele Leute sich halt nicht mehr dem entziehen können auf eine gewisse Art und Weise, weil das halt auch part of the game ist. Ja? Man muss es ja nicht machen, wie du sagst. Aber es ist halt schon Pressure da, das auf eine gewisse Art und Weise zu machen. Facebook, Instagram etc. Also was ist einmal dein Plädoyer? Das ist mal die eine Frage. Und das zweite ist, es ist lustig, weil ein Kollege in der Agentur, wo ich arbeite, der Julian, der war halt extrem viel weg. Ja? Partys gemacht, Volksgarten, angefangen in allen Clubs. Und der hat aber wirklich alles gelöscht. Warum? Der hat's. Ja, weil er bei uns in der Agentur begonnen hat und weil er das allein noch nicht wollte. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange hast du... Also ich habe ihn gegoogelt, ich habe nichts gefunden von ihm. Ja. Aber wenn man mit Leuten redet und sagt, Julian, dann wissen die Leute, hey, das ist voll der Partykönig. Ja. Ich meine, ja, also ich mein, weiß es auf der analogen Seite schon, dass er halt voll krass Party gemacht hat, aber man sieht, man findet von ihm nichts mehr im Netz. Es gibt ein Bild mit Sonnenbrille, aber das war's. Und der ist wirklich gesessen, einen ganzen Tag lang, hat alle Plattformen angeschrieben, hat gesagt, nimmt das Bild aus dem Netz, er hat es geschafft. Ja. Das heißt, das ist auch möglich auf eine gewisse Art und Weise. Von ihm sind gar keine Digital Trails online, also gar nichts mehr. Und er hat jetzt durch dieses ganze katharsische Cleaning quasi, hat er jetzt hat er clean sleeve und jetzt fängt er quasi von vorne an in der Agentur und ist quasi brav. Natürlich kriegt man den Partyheld nicht aus dem Julian raus. Er ist ein selbsternannter Party, wie hat er sich genannt? Selbsternannter Party. Tiger. Nein, irgendwas anderes hat er gesagt. Um deine Frage zu beantworten. Mein Plädoyer ist nicht, dass man alles verteufelt, sondern einfach bewusst macht. Als Beispiel, was der Julian gemacht hat, irgendwann sagt man dann, okay, ratzbatz, alles weg. Was ich halt ankreide, ist, dass man relativ schnell und einfach reinkommt, aber nur sehr schwer wieder raus. Das ist wie allen anderen analogen Suchtmitteln, die man heutzutage kennt. Das Plädoyer, was ich halt sage, ist, wenn man etwas macht, also wenn man sich irgendwo anmeldet, soll einem auch bewusst sein, dass man es selbst macht und nicht aus irgendwelchen gesellschaftlichen Druck. Weil gerade Facebook habe ich damals gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich schaue es mir mal an. Und ich habe es dann irgendwann stillgelegt, weil ich es nicht mehr brauche. Ja. Aber ich habe es mir bewusst angeschaut und nicht gesagt, ah, es sind eh alle in Facebook drin, da müssen wir unbedingt rein. Das ist das, was ich unbedingt transportieren möchte, zu sagen, macht euch bewusst, was da passiert, akzeptiert es und entscheidet es dann wieder raus oder nicht. Aber nicht, dass man sagt, nur weil die Gruppe das macht. Gruppendynamik ist eine ganz gefährliche Sache. Es ist immer viel Psychologie dahinter. Und wie du gesagt hast, der Julian hat das bereinigt. Es gibt Personen, die müssen da eine Woche zusammensitzen, um wirklich alles rauszukriegen. Es gibt sogar Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, ein Internet-Cleaning zu machen. Also ich sage mal, für die Werbetreibenden ist das Datensparsamkeit extrem negativ. Aber früher hat Werbung auch offline funktioniert. Also die Konzepte gibt es ewig und es wird immer Leute geben, die Werbung konsumieren, selbstverständlich. Aber man sollte halt vorsichtiger mit den Daten umgehen und bewusster. Das ist das, was ich sagen möchte. Das heißt, ihr habt eine Homepage, kein Facebook, kein Instagram. Wie vermarktet ihr die Facebook? Nein, oh ja, das machen wir selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Aber bewusst. Also wir haben am Anfang das Instagram... Also mit dem Buch seid ihr schon auf Insta und auf Facebook? Ja, definitiv. Okay. Bewusst. Ich sage ja nicht, dass es alles schlecht ist, habe ich auch nie gesagt. Man muss es nicht bewusst machen. Und deswegen sagen wir, ja, wir gehen bewusster rein und eben zum Vermarkten. Das ist heutzutage einfach der Nummer eins Weg, um sich zu vermarkten und sichtbar zu sein. Ist so. Muss man akzeptieren. Man kann auch die Zeit nicht ändern. Früher hat es nur Pferdekutschen gegeben und jeder, der kein Auto gehabt hat, war draußen. Die Zeiten ändern sich. Frage, welche Werbeanzeigen werden bei euch ausgespielt im Feed? Das weiß ich nicht. Da musst du den David fragen. Hallo. Ich finde, ich bin so zwei Meinungen, was dieses ganze Thema angeht. Und ich finde, das ganze Internet-Dasein, das digitale Dasein hat uns, also es gibt Profile von uns, die Transparenz, also zu unserem Wesen zeigen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass der Ansatz, dass man sagt, da fehlt für mich quasi der Ansatz der Aufklärung. Ja? Und zwar... Ich finde, das fehlt schon in den Schulen, das gibt es mit mehreren Themen, aber da fehlt halt, weil es gibt ja sehr, sehr viel positive Sachen, die aus dieser Datensammlung und dieser Transparenz rauskommen, nur es wird ja nie beigebracht,
dass du sagst, okay, in der Arbeit verhältst du dich so, zu Hause verhältst du dich so und im Internet, in dem Digitalen, weil der Abdruck bleibt ja, das ist ja eine Meinung, ist ja egal, ob jetzt in der Arbeit meine Kollegen eine Meinung von mir machen oder halt die Daten im Internet und es wird niemandem irgendwie beigebracht. Und meine Frage ist die, kann man, sollte man das vielleicht dann nicht eventuell als Aufklärung sehen und dann vielleicht das irgendwo anfangen, dass man dieses Thema vielleicht in Schulen oder irgendwo halt irgendwie in Angriff nimmt, weil wir als Europa mit den ganzen Datenschutzbestimmungen und so weiter hängen vielen Ländern hinterher, weil das ja so verrufen ist. Also bin ich bei dir. Also eines der schlimmsten, meiner Meinung nach, der schlimmsten Themen, was in der Politik verheizt wird, ist dieser Unterricht und diese Bildung. Ja. Jetzt haben ja die NIAS gesagt, sie wollen andere Bildung haben. Das hätten eigentlich die Regierungen früher alles viel früher machen können. Ob man jetzt Mathematik, Geschichte, Geografie, was auch immer lernt, es sollte auch Internet oder das digitale Leben als Soft Skill vorhanden sein. Aber es gibt doch keine Benimmschulunterricht. Es steht nicht drinnen, du hast dich so und so gegenüber den Menschen zu verhalten. Dafür sind die Eltern früher da gewesen. Und jetzt versucht mal, das in die Schule zu bringen. Ich bin deiner Meinung, man sollte das beibringen, aber du brauchst auch die Personen, die das können. Wer kann dir denn solche Sachen beibringen? Achte darauf, wenn du da liegst. Oder öffnest du eine E-Mail oder nicht? Benutzt du Outlook oder nicht? Einer der Gründe, warum die Trojaner funktionieren, ist, weil Outlook einfach in 98% der Firmen installiert ist und dort diese ganzen Automatismen greifen. Wenn man von Haus aus andere Programme nehmen würde, die es gibt und die auch sicher sind, könnte man das auch wieder einschränken. Aber das wird ja nirgends trainiert, es wird ja nirgends geschult. Das heißt, jeder ist für sich selbst verantwortlich, um diese Skills zu lernen. Ich bin bei dir, es wäre schöner, wenn es einen Unterricht gäbe. Wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut, dass Angst und Zensur nie funktioniert hat. Ja. Und die Themen, die was jetzt Daten und Privatsphäre halt alle angehen, sind Angst, dass Leute was Böses damit machen und die werden von Gesetzen jetzt zensiert. Ja, bin ich bei dir. Deswegen sage ich auch nicht, die Angst zu haben. Es soll ja nicht der treibende Grund sein, das nicht zu machen, weil du Angst hast. Sondern du kannst es sehr wohl machen. Es müsste bewusst sein, dass es im Hintergrund andere Themen gibt. Es kann durchaus positive Effekte haben, unbestritten. Ja? Aber zu jedem Positiven gibt es auch was Negatives. Und darum geht es zu sagen, ja, ich mache es bewusst, mir ist es recht, ich tue es. Das ist alles. Ob du es letztendlich machst oder nicht, bleibt dir jeden selbst überlassen. Bitte. Ich bin seit 94 im Internet, habe zwei Kinder, darunter ein Millennium und eine 12-Jährige. Und habe viele dieser Themen lange mitgemacht. Ja. In Schulen, ja, gibt es Unterricht, zumindest in unserer Schule, abgesehen davon, dass es von Organisationen wie zum Beispiel auch Microsoft da ganz, ganz viel macht zum Thema Awareness. Wie gehst du mit den Dingen sinnvoll um, ja, bis hin zur Wiener Polizei, die das genauso macht. Ja. Ich habe gemerkt bei unseren Kindern, ja, unser Sohn ist jetzt 19, der hat seinen Facebook-Account vor 5 Jahren stillgelegt, weil da eh nur die Eltern drauf sind und die Kids nicht mehr. Ja. Und der zum Beispiel ganz gezielt damit umgeht. Gut, okay, der Vater hat da wahrscheinlich auch, muss das alles notwendig sein. Ja. Da ist das Elternhaus natürlich auch gefordert. Ja. Unser 12-Jährige hat also selbstverständlich keinen Facebook-Account, ja, hat auch keinen Bock und ist auch witzigerweise extrem paranoid. Ja. Also ein Beispiel einer Freundin wurde vor 2 Wochen das Telefon gestohlen oder ist jetzt verloren, wie auch immer. Ja. Und dann hat sie gefragt, soll ich jetzt ihre Nummer löschen, damit der das Handy findet, nicht weiß, wo ich bin. Und ich so. Und ich habe 10 Jahre lang mit meiner damaligen Firma für eine Handyfirma gearbeitet. Ja. Also allein die Gedanken. Ja. Und das ist eine Mischung aus Neugier und extremer Angst. Ja. Was ich nur sagen wollte, also ja, es gibt natürlich diverse Schulungen. Man muss gerade den Kindern gegenüber ganz, ganz, ganz klar sagen, okay, was ist Sache, worauf lässt du dich ein? Und das ist nicht immer leicht. Aber das sind die Eltern gefordert. Ich würde mir die Argumentation gern anschließen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einmal auseinanderzuhalten, was mache ich als Unternehmen? Richtung Werbung und was brauche ich, um Reichweite zu generieren.
und was brauche ich als Mensch, um mich wohlzufühlen mit den Dingen. Und da ist zum einen dieses Bewusstsein wichtig. Was auch wichtig ist, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit im Sinne von, was macht es mit mir? Also wenn ich heute drauf schaue, ich bin wahrscheinlich jetzt in circa 20 Systemen drin, also Instagram, Facebook, alles, was du dir vorstellen kannst, mache ich. Und ich schaue, was es mit mir macht, wenn ich da jetzt 5 Likes auf Pinterest sehe. Ich kann daran erkennen, wie gut oder schlecht es mir an diesem Tag geht, ob mir das jetzt stresst oder ob mir das einfach kalt lässt. Ich glaube also, dass beides wichtig ist, zum einen diese Entscheidung zu verstehen, was heißt es, wenn ich authentisch im digitalen Raum bin, dann ist es voll okay. Weil wenn du heute dein Buch oder morgen deine Kinder im Internet ein Business haben wollen oder Freelancer werden wollen oder irgendetwas tun wollen, dann wird man sie suchen. Man wird sehen, nicht um sie jetzt auszuspionieren, sondern um sie zu verstehen. Man sucht Gleiches und man möchte den Menschen, der da jetzt digital sichtbar wird, richtig verstehen. Und wer authentisch im Internet sichtbar ist, kriegt damit nicht wirklich eine andere Erfahrung als im realen Leben. Aber ich bin bei euch, dass die Schule, die jetzt so spärlich beginnt, sich diesen Themen zu widmen, leider noch zu wenig ist. Das heißt, mein Appell an alle ist Vernetzung. Der ganze digitale Raum und die europäische digitale Wirtschaft, ich möchte gar nicht sagen die österreichische digitale Wirtschaft, weil sie das sehr schwer tut, hat gegenüber den USA und dem chinesischen Raum einen riesen wirtschaftlichen Nachteil. Wir haben in Mitteleuropa viele Diskussionen und während wir monatelang über Dinge diskutieren, die schon fertig sind und gut, so aller Datenschutzgrundverordnung, ja, es ist der beste Datenschutz, den die Welt derzeit bietet. Kein Bürger in einem anderen Land kann besser seine Rechte einfordern als wir. Interessanterweise gibt es bei uns aber total viel Protest gegen diesen Datenschutz. Und wir haben jetzt alle wirtschaftlichen Dinge im Wettbewerb mit USA und China. Und während wir diskutieren über Dinge, die fertig sind, kommt die nächste Release von Facebook, die nächste Release von Instagram und die nächste Release von Alibaba. Das heißt, wirtschaftlich werden unsere Kinder Schwierigkeiten haben, in dieser digitalen Weltwirtschaft ihren Platz einzunehmen und Jobs zu haben und mitzutun, wenn wir ihnen nicht helfen, in dieser Welt gut Fuß zu fassen. Insofern ist der Umgang mit Daten ein zentrales Element und am besten geht es, wenn sie die Menschen, die das alles verstanden haben und verstehen, wie die Zusammenhänge sind, gut vernetzt sind. Dann kann man sie nämlich so nach den eigenen Bedürfnissen, ob man Angst hat oder ob man eher mutig ist, mit den Menschen unterhalten und dann rausfinden, was für einen gut ist. Danke. Letzter Kommentar, es gibt von unseren Kindern keine Fotos auf Facebook. Punkt. Ich sehe das auch immer in der Also ich glaube auch, dass der Trend zurückgeht. Also meine Neffen, meine Nichte, die haben gar kein Facebook, die weigern sich also teilweise auch dem gegenüber. Und da gibt schon eine gewisse Awareness gegenüber Facebook und Instagram. So dumm sind die gar nicht, die Kids, so wie wir uns das denken. Ja? Sind sie? Ich glaube nämlich, und das wollte ich eben da anknüpfen, sagen, ich glaube nämlich nicht, dass es, also ich glaube, dass die Awareness bei der jüngeren Generation deutlich besser ist, als wir denken und auch besser als die, ich muss sagen, meine und Plus-Generation, weil wir wurden mit dem Datenschutz ja eigentlich recht überrollt. Ja. Und es gibt viele, die von uns keine Digital Natives sind, das heißt, die damit jetzt nicht so darüber sich auch keine Gedanken gemacht haben. Und die werden, weil da wird schon viel mit Angst auch gespielt und natürlich, die sind verunsichert und wissen jetzt gar nicht, wer sollen sie sich ihren Namen vom Türschild reißen oder man weiß nicht, wie man damit tatsächlich auch im Privatleben umgehen soll. Ja. Ich glaube, die jüngere Generation, die ist da, die wächst jetzt damit auf und die ist da schon viel bewusster, was das für Auswirkungen haben kann. Bin ich deiner Meinung, aber trotz alledem, man sollte nie aufhören, diese Bewusstseinsbildung zu machen. Auch wenn jetzt schon die Jungen damit bewusst umgehen, weil es wir auch jetzt da mitbekommen. Ne? Natürlich, meiner Generation genauso, da hat der gesagt, ja, schicke mal eine E-Mail oder was auch immer, da war Datenschutz kein Thema. Wobei, ich möchte noch kurz reflektieren zur Datenschutzkommission, zum europäischen Datenschutz.
Es gibt eine Mailingliste, die sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Unlängst hat einer geschrieben, er hat eine Nachricht an den österreichischen Datenschutzkommission geschickt, weil er einfach die und die Seite Cookie-Verletzungen hatte. Ja. Zurückbekommen hat er ungefähr ein A4-Blatt mit Anfragen. Er soll beweisen, dass es ein Schaden aufgetreten ist und. Das heißt, bei aller Liebe dieses Datenschutzes, ja, du musst ihn auch umsetzen können. Und wenn die Hürde so hoch ist, dann ist er wieder zahnlos, meiner Meinung nach. Aber das können wir gern nachher diskutieren. Ja, das kann man erklären. Im Datenschutz ist es so, dass jeder Betroffene, sprich jede Person, deren Daten verarbeitet wird, eine Beschwerde zu einer Verletzung zu diesem Recht einreichen kann. Und das, was ich der Datenschutzbehörde liefern muss dazu, ist meine Betroffenheit. Genau. Sprich, welcher Artikel ist verletzt, genau. Und welche Folge. Und wenn jetzt das in dem Katalog der genannten Rechte nicht enthalten ist, muss die Datenschutzbehörde, wie jede Behörde, diese Beschwerde zurückweisen. Ich kann also nicht hergehen und kann eine Seite, die ich aufrufe, die meine Daten nicht verarbeitet, sondern mir anonymisierte Cookies setzt, aus der Datenschutzgrundverordnung beeinspruchen. Die Cookies sind geregelt in der E-Privacy-Verordnung, das ist ein anderes Regulativ, das bis jetzt nur eine Richtlinie ist. Der Unterschied zwischen einer Richtlinie der Europäischen Union und der Verordnung ist, dass die Richtlinie ja von jedem Land in der EU in einem Gesetz umgesetzt werden muss und dieses Gesetz ist dann das, was ich gegenüber der Behörde einfordern kann. Ich kann mir also nicht gegen eine Richtlinie der EU Verletzungsbeschwerden und schon gar nicht kann ich mich wegen E-Privacy, sprich Cookies, bei der Datenschutzbehörde beschweren, was schlicht und ergreifend die falsche Behörde ist. Ja, aber der normale Bürger versteht den Unterschied nicht. Das heißt, eigentlich sollte die Behörde sagen, du, bevor du das machst, bitte kümmere dich drum und drum und nicht einfach einen A4-Zettel zurückschicken und sagen, fühl einmal aus. Ja. Das heißt, die Behörde hätte eigentlich die Aufgabe, auch eine Ausbildung zu machen. Und wir kennen Behörden in Österreich. Ja, ich würde gerne dazu noch was sagen. Die Behörden, jede Behörde, hat das, was sie machen muss, geregelt im Gesetz, das die Behörde definiert und in Verordnungen, wo drinnen steht, was sie machen muss. Und ich bin bei euch, dass die Datenschutzbehörden oder das, was in der Verordnung drinnen steht, auch hätten hineinschreiben sollen, dass die Behörden auch diese Bildung machen müssen. Haben sie aber nicht hineingeschrieben. Und wir erleben jetzt gerade, wie sich Europa extrem schwer tut, diese E-Privacy-Richtlinie in eine E-Privacy-Verordnung umzusetzen, wenn in Wirklichkeit die Politikerinnen und Politiker der Länder in der EU dagegen sind, die eigene Marketingwelt im eigenen Land zu beschneiden. Wir haben also eine schwierige Situation, dass es für die Bürger besser wäre, präzisere Richtlinien zu haben und auch Behörden, die helfen. Und auf der anderen Seite haben wir Politikerinnen, die nach Europa gehen und dort sagen, ihr dürft dort nichts beschließen, was unsere lokale Wirtschaft begrenzt. Und dadurch verlieren die Bürger in Wirklichkeit die Qualität des Service der Behörde, weil die Politiker diese Dinge leider nicht hineinschreiben. Aber die Behörde ist am Ende dann gebunden an das, was hier steht. Als Beispiel, die skandinavischen Behörden unterstützen einen. Wir kennen einen Fall, wo einfach die holländischen Behörden angeschrieben haben, gesagt, du, da fehlt das und das, können wir dir helfen. Also es gibt Länder, wo es funktioniert. In Österreich sind in vielen Fällen die Ausnahme. Leider. Darf ich euch noch eine Anekdote erzählen aus meinem Leben? Ich habe gestern meine neue E-Card bekommen, vorgestern, und da ist ein Bild von mir drauf. Und dieses Bild ist von meinem Reisepass. Und die haben aber gewusst, dass ich das gleich beanstanden werde und haben in den Brief hineingeschrieben, dafür haben wir das Gesetz geändert, dass wir das dürfen. Also dafür wurde das Gesetz geändert, dass die Sozialversicherung zugreifen darf aufs Datenmaterial der Reisepassbehörde, keine Ahnung, ob es sowas gibt, und mein Bild nehmen darf. Also, so weit zu Datenschutz. Ich habe geheiratet und zwei Tage später hatte ich ohne Aufforderung meine E-Card zu Hause mit meinem neuen Namen. Das ist auch sehr spannend. Findest du das gut oder findest du das schlecht? Ich hätte sowieso alles ändern lassen. Also in der Situation fand ich es gut, gleichzeitig fand ich es erschreckend, wie schnell, weil es sind ja
Behörden, die dahinter handeln und wie schnell das tatsächlich geht, dass schon meine, als hätten die darauf gewartet, einen Brief rauszuschicken. Ja. Ja, genau. Hast du den Namen von deinem Mann angenommen? Deswegen? Richtig, das haben die wahrscheinlich vermutet und schon vorgedruckt. Die waren bei der Hochzeit und haben geschaut, geht's es oder geht's? Okay. Nein, ich kann mich erinnern, wie ich die Ausbildung gemacht habe bei der WKO und zwar den zertifizierten Datenschutzexperten. War das Lustige, auf der einen Seite hat man Firmen, die, also Shopbetreiber in Deutschland, die kein HTTPS, keine Secure hat, also wo es vom Client zum Server verschlüsselt ist, teilweise haben die Strafen bekommen von 18.000 Euro. Und gleichzeitig, wenn ich einen Data Breach habe, dann muss ich bei der Telekom-Regulierungsbehörde ein E-Mail schicken und das ist nicht verschlüsselt. Also da denke ich mir auch oft, sagt sie mal, was soll dieser Scherz wieder? Da gibt es ein interessantes Paradigma, dass jetzt alle versuchen, auf dieses HTTPS zu gehen, ja. Diese verschlüsselte Kommunikation. Um ein bisschen die Nicht-Techniker abzuholen, das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als wenn man jetzt da ein normales Auto nimmt und auf der Straße fährt, das wäre dann HTTP ungeschützt, jeder kann das sehen, jeder weiß, was zu tun ist. Ja. Das HTTPS ist nichts anderes, als man nimmt das Auto, gibt es in einen Container rein und transportiert das auf derselben Straße. Der Unterschied ist, man weiß noch nicht, was in dem Auto drinnen ist, aber in dem Auto kann genauso gut eine Autobombe sein oder nicht. Also daher ist dieses HTTPS, ja, hat gewisse Vorteile, aber es schützt den Einzelnen, die einzelne Person nicht, weil der Virus, der Trojaner oder die Schadsoftware geht über HTTPS genauso drüber. Daher, nur weil es heißt jetzt eine sichere Seite, heißt es nicht, dass es die Seite an sich sicher ist. Es ist nicht der Transport sicher, also der Container ist geschlossen. Aber da drinnen kann genauso gut ein JavaScript sein, das alle Daten auslässt. Und das ist, deswegen muss man halt auch sehen, es sind, die Sicherheitsebenen sind auf verschiedensten Leveln sehr angreifbar. Und gerade diese E-Mail heutzutage, wer verschickt so verschlüsselte E-Mails? Also herzlichen Dank für dieses erhellende. Danke.